Der goldene Herbst geht weiter für unsere Frankfurter Eintracht und damit auch die europäischen Festspiele. Herzlich willkommen, liebe Eintracht-Fans, zur Krombacher Runde international mit Sportdirektor Bruno Hübner. Hallo. Hallo. Ja, 7 Pflichtspiele ohne Niederlage. Wie breit ist das Grinsen morgens, mit dem du aktuell aufwachst? Ja, das ist schon da. Es macht halt unheimlich Freude, wie dem ganzen Umfeld, den Fans, und da kann man natürlich auch konstruktiver und effektiver arbeiten, weil einfach auch noch die gute Laune dazu kommt. Ansonsten musst du dir ja immer Gedanken machen, wie geht's weiter, und das erleichtert schon die Sache. Die gute Laune wurde vor allem beim Auswärtssieg in Stuttgart vor allem an 3 Leuten festgemacht. Die haben danach alle möglichen Spitznamen bekommen. Trio Infernale, Büffelherde, das magische Gleisdreieck. Da wurde an Superlativen nicht gespart. Ja, hat seit deinem Amtsantritt 2011 schon mal dir so viel Spaß auch gemacht, den Spielen zuzuschauen, unserer Eintracht? Wie aktuell? Wir hatten auch vorher schon schöne Zeiten, muss man sagen, mit dem Aufstieg, wie ich damals kam, ein souveräner Aufstieg, und der Armin Fee dann im ersten Jahr auch, haben wir uns ja auch für die Euroleague qualifiziert, hatten eine super Punktzahl, aber im Moment macht es natürlich schon extrem Spaß, weil wir natürlich total offensiv ausgerichtet sind und mit unseren 3, 4 Jungs, die wir da vorne haben, auch dermaßen Qualität und Wucht haben, dass du auch wirklich in die Spiele gehst und ganz anders auftreten kannst. Ganz anders auftreten. Machen wir hoffentlich auch morgen. Gute Laune haben die Eintracht-Fans, wenn sie auf den Wetterbericht gucken und mal bei Google eingeben, Limassol, 25 Grad und Sonnenschein. Also die äußeren Bedingungen könnten besser nicht sein. Kommen wir mal zum Spiel. Was denkst du, wird es morgen geben auf dem Platz? Ja, also wir treffen mit Sicherheit auf einen sehr ambitionierten Gegner, der ja in dem Spiel die letzte Chance sieht, ist auch zu Hause eine Macht in der Liga und hat auch bewiesen gegen Marseille, dass sie bereit ist, auch gegen große Gegner bestehen zu können, haben 0-2 Rückstand aufgearbeitet. Wir haben ja im Vorspiel schon gesagt, dass sie Mentalität haben. Sie hatten auch hier gut, sind auch hier gut aufgetreten und haben sich nie aufgegeben, haben immer versucht, auch Fußball zu spielen, was sicherlich uns ein bisschen entgegenkommt. Und ansonsten haben wir ja 13-14 schon mal auf Zypern ein gutes Ergebnis erreicht. Und da wollen wir natürlich auch anknüpfen. Wir haben damals souverän 3-0 gewonnen, hatten auch schönes Wetter. Also die Erinnerungen sind noch da. Und ich glaube schon, dass wir auf eine Mannschaft treffen, die uns das Leben schwer machen möchte. Ja, haben hier auf jeden Fall eine gute Visitenkarte abgegeben. Einer, der beim Hinspiel hier vor 2 Wochen nicht auf dem Platz stand, war unser Torhüter Kevin Trapp. Der hat da verletzungsbedingt gefehlt. Jetzt ist er dabei, und was er vom Spiel auf Zypern erwartet, sagt er hier. Ja, es wird sicherlich kein einfaches Spiel. Wir haben die Ergebnisse auch davor gesehen. Marseille hat noch 2-2 am Ende gespielt. Es ist ein guter Gegner, das haben wir auch hier gesehen. Aber hier haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, und das wollen wir natürlich auch auf Zypern machen, damit wir uns auch relativ früh und vorzeitig für 16. Finale qualifizieren können. Das ist unser Ziel. In der Position sind wir jetzt, und so müssen wir am Donnerstag auch dort auftreten. Aber wir müssen auch wissen, dass es kein Selbstläufer wird. Also Kevin Trapp, der wird morgen schätzungsweise im Kasten stehen. Ansonsten, was denkst du, wie wird Trainer Adi Hütter aufstellen? Kommt ein bisschen Rotation auch rein? Ja, im Moment ist er noch im Überlegungsprozess, so will ich mal sagen. Auf der einen Seite will er natürlich die stärkste Mannschaft stellen, auf der anderen Seite hat er aber auch im Hinterstübchen, dass wir am Sonntag gegen Schalke hier spielen und wir auch in der Liga eine super Chance haben. Trotzdem gilt die Aufmerksamkeit natürlich als erstes mal dem Spiel, weil wir, glaube ich, mit dem Sieg oder dem Unentschieden, je nachdem wie die Konstellation in dem anderen Spiel ist, uns auf jeden Fall qualifizieren für die K.O.-Phase. Und das haben wir ja immer gesagt, dass das ein Highlight ist, dem wir auch Rechenschaft tragen, und von daher glaube ich schon, dass es so eine Kombination ist, dass er vielleicht 1-2 Mal ein bisschen kürzer drehen lässt, aber trotzdem eine Mannschaft auf das Feld bringt, wo wir davon überzeugt sind, dass wir den Sack zumachen können. Das ist ja auch genau das, worauf sich nicht nur alle Eintracht-Fans, sondern ich denke auch alle Fußballfans in Deutschland freuen, dass die Eintracht das richtig ernst nimmt und da auch Spaß dran hat. Ja, bei vielen anderen deutschen Mannschaften war das in der Vergangenheit ja immer so, die Euroleague, die wird so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, zwar so ein Klotz am Bein. Bei unserem Trainer Adi Hütter und der Mannschaft ist das ja ganz anders, die haben richtig Spaß dabei. Wie hast du es bis jetzt gesehen, die Choreografien hier zu Hause, wie erlebst du diese Europa-League-Saison?
Ja, insgesamt muss man sagen, die Heimspiele bei uns schon in der Liga, die sind ja Wahnsinn. Aber was in der Euroliga abgeht, wie die Zuschauer uns unterstützen mit den Choreografien, das ist einfach, da wirst du als Spieler und als Offizieller gepusht. Das ist jedes Mal für uns ein Highlight. Und wir haben es ja auch unabhängig von der Tabellensituation, es konnte ja keiner erwarten, dass wir 3 Spiele gewinnen, dass wir so stehen, haben wir schon vorher gesagt, dass die Euroleague für uns einen gewissen Stellenwert hat. Und dementsprechend gehen wir es an und wir freuen uns einfach, das ein Highlight und unsere Fans sind einfach fantastisch, wie sie uns unterstützen. In der Euroleague, auch in der Punktrunde, ist ja sowieso klar. Aber die Euroleague, das ist nochmal was Besonderes. Und in der Kombination, dass das für den Verein, für die Zuschauer, für das gesamte Umfeld was ganz Besonderes ist, so gehen wir auch die Aufgabe an. Und ich glaube, wir machen im Moment richtig gute Werbung in Europa und für den deutschen Fußball. Und die tolle Atmosphäre, die überträgt sich auch auf die Jungs auf dem Platz. Schon beim Einlaufen, also es ist Wahnsinn, man kriegt das ja mit und wir sind dann auch etwas pünktlicher draußen, ja, wie es vorgeschrieben ist, um auch nochmal die Atmosphäre genießen zu können und das Ganze einatmen zu können. Also im Moment ist es einfach fantastisch, was die Jungs sich einfallen lassen hier auf der Tribüne. Mhm. Aber auch nicht nur unsere Kurve, sondern das gesamte Stadion, wie sie uns unterstützen, wie sie uns nach vorne peitschen. Und das ist ein fantastisches Zusammenspiel und hoffentlich auch am Ende des Tages mit Erfolg gekrönt. Derzeit sind ja gefühlt alle gut drauf. Ja. Ja. 3 stechen natürlich raus, ja, Jovic, Aller und Rebic. Viele vergleichen sie schon so ein bisschen mit dem Fußball 2000, der in den 90ern gespielt wurde, mit Okocha, Bein und Yeboah. Und gerade die drei, die waren ja am Wochenende hier wieder in Frankfurt auf dem Sportpresseball. Die Legenden der Eintracht, die habt ihr jetzt auch als internationale Markenbotschafter verpflichtet. Was steckt hinter dieser Idee? Ja, als erstes, ich habe es ja gelesen, der Peter Fischer hat schon gesagt, unser Präsident und Fan mit so einem großen Herz, der hat ja schon gesagt, der Vergleich ist noch nicht ganz so fair, weil unsere 3 Jungs das natürlich auf Strecke nochmal zeigen müssen. Aber sie sind auf einem sehr guten Weg und haben auch wirklich diese Qualität, das haben sie ja auch bei der WM schon gezeigt. Von daher glaube ich schon, dass wir gut aufgestellt sind und trotzdem ist der Vergleich, der hinkt noch ein Stück weit. Was natürlich super ist, dass wir solche, ja, Koryphäen für Eintracht Frankfurt auch gewinnen können, weil wir haben ja auch den internationalen Markt im Auge und dann ist es natürlich wichtig, dass du auch Spieler hast, die den Verein kennen, dort in den Ländern leben und die Marke Eintracht Frankfurt auch nach vorne bringen. Mhm. Und ich glaube, das sind die Jungs, die wir da ausgewählt haben, auch prädestiniert. Sie haben Leistung gebracht, sie waren Idole. Sie können aus der Vergangenheit erzählen. Sie wissen, sie sind noch relativ nah am Fußball dran. Sie können die Situation jetzt einschätzen und schlagen im Sportlichen sicherlich die Brücke, aber auch was die Vermarktung anbelangt. Also es ist eine tolle Geschichte, die Markenbotschafter. Und von mir aus können wir auch jetzt noch erfolgreich sein in die nächste Jahr, dass wir das immer beibehalten und noch viele Markenbotschafter sicherlich gut rausbringen können. Also die Projekte für die Zukunft, die werden angeschoben. Wir kriegen jetzt nochmal ein kleines Bier rübergeschoben, ja, in Krombacher, stoßen nochmal hoffentlich alkoholfrei. Alkoholfrei, ne? Natürlich. Ja, genau. Ja? Wir müssen ja noch nach Limassol kommen. Und uns noch vorbereiten. Ein Stück weit sind wir ja auch verantwortlich. Genau. Aber sieht gut aus. Wenn es noch die richtige Temperatur hat, dann ist es okay. Also genau. Prost, vielen Prost. Dank. Ja, danke dir. Danke. Auf den Einzug in die K.O.-Phase. Und wenn ihr beim letzten Heimspiel dabei sein wollt, gegen Marseille, dann müsst ihr wie immer das Spiel morgen gegen Limassol tippen, bei Krombacher auf der Facebook-Seite unten einen Tipp abgeben und bei richtiger Tendenz, da habt ihr die Chance auf 3 VIP-Tickets für das Spiel gegen Marseille. Viel Erfolg! Vielen Dank an euch fürs Zuschauen, vielen Dank Bruno. Bitte. Und viel Erfolg morgen auf Zypern. Ciao.